Hallo zusammen. Na, ist das nicht wunderbar heute? Es regnet, es ist neblig und wie könnte es auch anders sein? Ich bin im Wald unterwegs und zwar im Siebengebirge. Ganz einfach deswegen, weil ich hier recht schnell recht hoch komme, zumindest hoch genug, um einigermaßen Chancen zu haben, auch im Nebel unterwegs sein zu können, beziehungsweise in aufliegenden Wolken, weil das ist nichts anderes gerade. Leider ist es so, dass sich vermutlich der Nebel nicht mehr allzu lang halten wird, weil zumindest auf dem Regenradar hat es so ausgesehen, als ob demnächst der Niederschlag vorbei wäre und sich dem Ende neigt. Und dementsprechend bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht mehr lang danach dann dauern wird, bis der Nebel weg ist und vielleicht sogar die Sonne rauskommt. Und jetzt hier gerade, wo ich bin, ist der Nebel gerade auch sich am Verziehen. Aber das hat nichts zu bedeuten, der kommt vielleicht gleich wieder. Jedenfalls, ich bin hier schon fleißig am Fotografieren gewesen. Und bin auch eigentlich jetzt schon ganz zufrieden mit den Motiven. Ich meine, dieser Baum hier zum Beispiel ist ja einfach schön. Ohne Nebel auch, mit Nebel war er noch besser gerade. Ich mache jetzt auch mein Foto ohne Nebel. Jedenfalls ein schöner Vormittag war das bisher schon. Und ich hoffe, dass ich vielleicht noch das ein oder andere Motiv finde. Im Nebel natürlich, wo sonst. Dementsprechend hoffe ich, dass da jetzt gleich nochmal Nebel zurückkommt. Aber jetzt erstmal dieses eine Foto, das ich hier gemacht habe. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Gefühl, dass wenn ihr bei so einer eher flüchtigen Aufnahmesituation, wie halt Nebel jetzt heute für mich ist, unterwegs seid und noch nicht so genau ein Ziel vor Augen habt oder ein Foto, das ihr machen wollt, also ein spezielles, dass ihr dann am Anfang immer so ein bisschen gestresst seid und irgendwie erstmal irgendwie hektisch unterwegs seid und dann, sobald ein Foto entstanden ist, das zumindest im Kameradisplay gut aussieht, dass dann irgendwie so ein bisschen Ruhe einkehrt und man das Ganze viel mehr genießen kann. Also bei mir ist es irgendwie so. Und das, was ich am Anfang fotografiert habe, ich glaube, das hat dafür gesorgt, dass ich dann zufrieden war, schon mal für den Anfang. Und selbst wenn jetzt dann kein Nebel mehr gekommen wäre, also das, was ich jetzt gerade vorher fotografiert habe, ein bisschen chronologisches Chaos hier, ich glaube, dann wäre es auch egal gewesen, wenn das jetzt gerade nicht mehr funktioniert hätte mit Nebel. Es ist jedenfalls immer wieder interessant, wenn ich das so an mir selber beobachte, dass dann irgendwie erstmal so die Stresskurve sehr weit oben ist, weil ich unbedingt irgendwie die Situation nutzen will. Und sobald es geklappt hat, mit einem Foto zumindest, irgendwie so Ruhe einkehrt und ich das Ganze viel mehr genießen kann. Ist irgendwie schön. Sehr weit gekommen bin ich jetzt nicht. Ich stehe quasi immer noch am gleichen Platz. Aber hier unten hat es so ein paar Bäume, die in einer ziemlich grünen Umgebung stehen. Da ist so schönes Gras überall außen rum. Und es macht sich eigentlich richtig gut als Umgebung von den Bäumen, Baumstämmen. Und ich habe hier oben auch dieses Laub von dieser Buche, die hier steht. Und das wackelt im Wind. Und das ist ziemlich cool, weil ich habe eine Belichtungszeit von, ich glaube, es waren 6 Sekunden. Ja, 6 Sekunden bei Blende 16 hier mit ISO 100. Das heißt, der Wind sorgt dafür, dass dieses Laub komplett unscharf im Bild aussieht, beziehungsweise nicht bloß das Laub, sondern auch unten die Wiese so ein bisschen. Und das wirkt ganz schön cool, so ein bisschen verträumt alles. Und immer wenn der Nebel durchzieht,
was jetzt immer seltener der Fall ist. Inzwischen scheint auch schon so ein bisschen die Sonne sogar durch. Jedenfalls, wenn der Nebel durchgezogen ist, dann sah es irgendwie schön verträumt aus alles. Und mit dem Wind und dem unscharfen Laub und der unscharfen Wiese sah es gleich noch viel besser aus. Hier ist das Bild. Ich hoffe, es gefällt euch. Es scheint, als wäre es vorbei. Man sieht es ja, der Nebel ist weg. Es ist auch ziemlich sonnig inzwischen. Naja, ziemlich sonnig im Vergleich zu vorher zumindest. Und dementsprechend, fotografisch zwar vielleicht immer noch nicht so schlecht, aber vorher war es deutlich besser im Nebel. Wobei der Wald halt schon schön ist hier, muss man schon sagen. Falls sich jemand fragt, warum ich gerade vorher keine Brille aufgehabt habe. Also erstens ist Regen natürlich nie ganz praktisch mit Brille. Und zweitens, wenn die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, was sie ja immer ist, wenn es Nebel hat, dann beschlägt meine Brille auch ganz gern. Was ja nicht unbedingt schlecht ist, weil dann sieht die ganze Landschaft gleich noch nebliger aus. Es muss immer so ein bisschen enttäuschend, wenn man dann das Kameradisplay guckt und merkt, ist ja gar nicht so neblig, wie es durch die Brille aussieht. Dementsprechend, ohne Brille dann in der Situation fotografieren ist doch ein bisschen hilfreich. Das sorgt dafür, dass die Enttäuschung hinterher ein bisschen geringer ist, wenn man das Kameradisplay guckt. Naja. Ich glaube, fotografisch war es das für mich, aber mal gucken, vielleicht stolper ich ja noch über irgendwas. War auf jeden Fall ziemlich cool. Also die Gefahr, hier noch über ein Motiv zu stolpern, ist, glaube ich, rein theoretischer Natur. Ich bin einfach jetzt zu Nebel verwöhnt gewesen heute. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr das, was ich mir vorgestellt habe. Also lasse ich es einfach. Und es ist sowieso so, dass ich gleich wieder im unfotogeneren Bereich unterwegs bin. Also der fotografische Teil des Ausflugs ist gelaufen. Aber ich dachte mir, bevor ich mich von euch verabschiede, sage ich noch 2-3 Worte zu dem Stativ hier. Ich bin jetzt wirklich nicht der Typ, der auf seinem Kanal irgendwelche Test-Videos macht zu irgendwelcher Kameraausrüstung und Co. Aber ein paar Worte vielleicht, ein paar wenige Worte. Es macht, was es soll. Es ist komplett unauffällig. Und ich glaube, das ist doch so ziemlich das Beste, was man zum Stativ sagen kann. Es ist leicht genug, um es gern mitzunehmen. Es ist schnell aufgebaut, es ist schnell abgebaut. Es ist schön stabil. Ich komme tief genug runter, wenn ich muss. Und vor allem komme ich deutlich höher als mit dem alten Stativ, was gerade im Wald ja auch ein Vorteil ist. Zwar lange nicht so hoch wie mit dem, das ich letztes Jahr gekauft habe, aber es kann so bei Ausflügen wie heute schon einen Vorteil bringen. Wobei das ganz hohe Stativ, das ich gekauft habe, dann in der Warner Heide demnächst, wenn das Farmwetter richtig hoch ist, auch noch seinen Zweck erfüllen wird. Da kann es halt dann das hier doch nicht ganz mithalten. Jedenfalls mein Faisol CT3472 Mark II hat sich auf den Ausflügen, wo ich es bisher verwendet habe, eindeutig bewährt. Und es ist einfach unauffällig. Und es ist genau das, was ein Stativ sein soll. Na dann, das war's für heute. Ein netter kurzer Ausflug ins Siebengebirge. Es hat schon so seine Vorteile, wenn man spontan auf so ein Wetter reagieren kann und auch auf Webcams schon sehen kann, dass es neblig ist. Das macht die Entscheidung doch deutlich einfacher, wo man hin will. Okay, bevor ich jetzt gleich noch die Fotos zeige, nochmal, wie so oft am Ende, vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und nächste Woche, mal gucken, vielleicht noch mal was mit Orchideen. Weiß noch nicht so genau, muss mal schauen. Also, danke fürs Anschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Und jetzt noch mal die Fotos. Also, bis dahin. Tschüss.
Thank you.